Hope. Ja. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, Mann. Was ist passiert? Ich weiß nur noch, dass da so ein verdammter Gelber auf diesem scheiß Parkplatz war. Alter, was für Kopfschmerzen. Ich ruf mal Logan an, Mann. Ja. Ja. Alter, ich bin gerade im, keine Ahnung, Was? Was? Krankenhaus. Wie? Ja, auch keine Ahnung. Wir waren am Parkplatz und dann. Krankenhaus. Ja, mal schauen, Mann. Alter, ich Vorne. habe verdammte Kopfschmerzen. Und. Ja. Fuck. Du hast keine Ahnung, was los ist, oder was? Ich Nee, gehe Mann. mal, glaube ich, zur Garage und mein Auto holen. Jo. Bleib da, ich hol dich gleich ab. Wie geht's dir? Ja, nicht so cool. Kann ich mir vorstellen. Was ist los? Naja, ich hab zu Ohren gekriegt, was du gemacht hast. Ja, was denn? Ich weiß nicht, wessen Idee das war, ob das deine oder die von Sean war. Das ist eine Lüge! Aber lass mal von der Straße runtergehen, sonst hängen wir beide gleich wieder im Krankenhaus. Ja. Was ist eine verdammte Lüge? Ich weiß, was er sagen will. Oh Mann, ey, was machst du nur? Du Ja. bist wohl mit Sean hochgefahren zum Kokainverarbeiter, zur Brücke. Ja. Und scheinbar war da ein Vagos. Ich weiß nicht, ob das der Vagos war, der von der Meeting Point, keine Ahnung. Und du bist ausgestiegen und meintest zu ihm, dass du was mit ihnen klären willst, mit gezogener Waffe. Hast du die Waffe wohl weggesteckt und meintest so, yo, ich will mit euch was klären oder so. Keine Ahnung, der Typ wurde da von den Vagos war etwas nervös, weil ihr zu zweit wart scheinbar. Und ja. So wie ich das verstanden habe, du dir wieder nichts sagen lassen, ein bisschen. Doch kein, also habe ich auch kein Problem mit. Wollte, dass ich meine Waffe Ich habe wegpacke. dich ja so kennengelernt. Nur habt ihr dann, glaube ich, irgendwie probiert, zu weit in die Knie zu zwingen. Und dann hat er mit der doppelläufigen Schrotflinte abgedrückt. Deswegen seid ihr im Krankenhaus aufgewacht. Okay. Also willst du Weiß mir ich sagen, nicht. Vargas hat mich Was? krankenhausreif geschossen, oder was? Einer von den Vagos hat euch beide ins Krankenhaus geschossen. Ja, das will ich dir damit sagen. Okay. Weiß nur nicht, wessen Idee das war. Ich könnte mir vorstellen, weil Sean vorhin so eine brillante Idee hatte, dass es Sean seine Idee war. Ja? Wenn das Ja, Sean seine keine Idee Ahnung, war, Mann. dann. Mann, ey. Kriege ich von dir den Anruf, dass du im Krankenhaus aufgewacht bist, Ja, hast du dann. was zu trinken oder so? Ja, habe ich. Legst du auf und meldest dich, bist danach nicht mehr erreichbar. Und. Ja, Jay ruft mich dann 2 Minuten später an und erklärt mir das Ganze. Ja, was soll ich sagen, Mann? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß. Kann sich ja nichts ändern. Außer das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Nur, ich weiß, dass du was mit denen zu klären hast. Aber dann mach es doch bitte nicht zu zweit oder so. Auch wenn sich die Situation anbietet. Der Typ war vielleicht alleine, aber ihr wart zu zweit. Aber hast ja gesehen, es Ja, ist in ich die weiß Hose nicht, ob gegangen. der alleine war. So Da wie ich es waren ja auch ein paar verstanden von habe, euch war er anscheinend dabei, hast du alleine. gesagt. Ja, von uns war jemand dabei, aber was soll er machen? Soll er sich einmischen? Nee.
weiß, wie gesagt, dass du halt mit den Vagos gewisse Differenzen hast, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Und auch der Typ an dem Meeting Point, der ging mir auch mega auf den Piss. So wie Alter, mit der dir ging mir umgegangen ist. richtig auf den Piss. Ja, ich weiß. Mir doch auch, ist wahrscheinlich aufgefallen. Na, keine Ahnung, du Aber. warst ja dann irgendwie weg. Ja, ich musste kurz in die Hut, Ja, und warum bist du pisst? weil du so eine Aktion gemacht hast. War nicht clever. Alter. Ach, egal. Ja. Bin ich pisst, dass du die Aktion jetzt, sag ich mal, durchgezogen hast. Ich bin einfach nur pisst, sag ich mal, ein bisschen, wie du es durchgezogen hast. Jo, ich Du weiß hast. aber nicht wie. Ja, ich hab's dir ja gerade erklärt. Du Jo, bist einfach. und? Aber keine Ahnung. Machen wir jetzt einfach jetzt schon Sorgen darüber, wie das die nächsten 4 Tage werden soll. Ich nicht da bin. Weißt du, ich glaube einfach nicht, dass es so abgelaufen ist. Du glaubst nicht, dass es so abgelaufen Nee, ist. Mann. Also glaubst du, dass Jay lügt? Alter, nein, das sage ich auch nicht. Aber. Ja. Jo, das, was du so sagst, Mann. Ja. Jo, das wäre nicht ich so. Dass du zu zweit dahin fährst, große Fresse hast und dann. Jo, dass ich eine große Fresse habe. Jo, klar, Mann. Das weiß ich. So habe ich dich Aber kennengelernt. dass ich da eine Waffe und keine Ahnung, was für einen Scheiß mache. Also meinst du, dass Jo, du. Jay sagte doch, ich hätte oder so gesagt, wir müssen was klären, so. Richtig. Jo. Richtig. Und wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich einmal die Waffe draußen habe, dann würde ich die auch niemals wieder wegstecken. Das ergibt gar keinen Sinn, Mann. Wenn ich meine Waffe draußen habe, dann schieße ich auch. Und pack den nicht irgendwo sonst irgendwo wieder hin. Das ergibt auch gar keinen Sinn. Hast du mich schon mal eine Waffe wieder wegstecken sehen? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Also wenn ich meine Waffe ziehe, dann stecke ich die auch nicht wieder weg. Ah, keine Ahnung. Das Ding ist halt. Jetzt planst du wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, nochmal wieder was, richtig? Alter, ich habe keine Ahnung, was da war. Ich weiß nur Ja, von ich. dir, dass mich so ein Ist. verdammter Scheiß Gelber. Okay, erst macht mich heute so ein verdammter Scheiß Gelber an dieser verdammten Meeting Point an. Dann wache ich hier auf und du erzählst mir, dass mich so ein Vollidiot abknallt. Ja. Und wie viele waren das? So wie ich verstanden habe, einer. Einer. Ja. Dann muss er ja richtig viel Schiss vor meiner Metallplatte haben. Scheinbar. Ich kann dir halt auch nur so sagen, wie es mir erzählt wurde, ich war nicht dabei. Gott sei Dank war ich nicht dabei. Alter, das macht mich gerade so sauer. Alles. Weiß. Weißt du? Ja, natürlich weiß ich das. Mich macht das doch auch nicht gerade fröhlich. Ja, und was soll ich jetzt dann. Was sagst du, was ich tun soll? Was sagt Jay? Jay hat nur gesagt, dass es eine, sag ich mal, nicht so clevere Aktion war. Aber Jay, keine Ahnung, interessiert mich jetzt gerade nicht. Mich interessiert gerade nur, was bei dir im Kopf abgeht und Ja, was ich mit dir weiß es jetzt nicht. ist. Ich muss drüber Ja. nachdenken. Alter, ich sehe die so lange nicht mehr. Ohne Scheiß. Ich habe die über Wochen nicht mehr gesehen. Ja, ich weiß. Und dann taucht so ein Vollidiot da auf. Ja.
Ich hoffe einfach nur, dass du jetzt in den nächsten Tagen nichts Dummes anstellst. Nicht so was anstellen. Ja. Alter. Meine Pistole klauen war eine andere Sache. Jo? Ja. Das ist mein Meeting Point. Jo? Aber das? Ja. Was willst du mir jetzt damit sagen? Jo, du willst mir anscheinend sagen, ich soll die Füße stillhalten. Nee, ich will einfach nur sagen, dass wenn du sowas machst, jo, ja, dann mach's doch, dann plan es doch, wie du es vorher geplant hast. Nicht Alter, mit das zwei ist Leuten, das ja. Denkst du wirklich? Kannst du nur so wiedergeben, wie es mir gesagt jo, wurde. Jo, aber denkst du das Leuten wirklich von mir? Dass ich einfach irgendwann einfach mal so, keine Ahnung, zu zweit dahin gehe, um keine Ahnung? Nein, natürlich nicht, aber... Und wenn, dann würde der nicht mehr, dann würde er vielleicht bestimmt da stehen, wenn du schon sagst, wir waren zu zweit, so. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Für mich jedenfalls nicht. Ich verstehe es ja selber nicht, aber deine Erzählungen ergeben einfach keinen Sinn. Und die von. Und nein, damit meine ich nicht, dass Jay lügt. Ja, wie gesagt, ich kann es ja nur so wiedergeben, wie es mir erzählt wurde. Jo, aber kannst du. Passt das zu mir? Nein. Habe ich dir eben schon gesagt. Ja, eben. Mann, ey. Wenn es mir nicht so beschissen gehen würde, würde ich mir jetzt eine Waffe kaufen, würde da hingehen und dann würde ich ihn... Jo, würde ich nicht, aber... Oh Mann, ey. Ja, und jetzt? Ja, ich weiß nicht. Was möchtest du noch machen? Möchtest du jetzt hier noch irgendwie ein bisschen zur Entspannung was machen? Oder Entspannung. Du... Keine Ahnung. Ich weiß, dass du jetzt auf 390 bist. Weil ich dir das jetzt gerade erzählt habe. Vielleicht hätte ich dir auch erzählen sollen, du warst falsch im Springen. Aber nein, ich lüge dich nicht an. Das wäre nicht das Richtige. Ich bin ehrlich zu dir. Werde ich auch mal sein. Hast du eine Waffe dabei? Natürlich habe ich eine Waffe dabei. Kann ich die haben? Ernst? Ja, mein Ernst. Was hast du vor? Darf ich die haben? Ansonsten gehe ich vor? Los und dann hole ich mir selber eine. Was hast du vor? Siehst du dann. Ich lauf los. Alles klar. Eigentlich. Ich muss nicht kurz schlafen gehen. Weil dann sind die Sachen vielleicht weg. Weil ich kann mir jetzt nicht keine Waffe kaufen, wenn meine Sachen noch da sind, weil sonst sind die beim nächsten Relog weg. Oder? Was sagt ihr? Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make it.
You give it up till you say my name like a jersey. Shut down the game, be my head coach so you can pick it and never take me down. Time, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Strobo, ohne Scheiß, jetzt richtig gut gelöst. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für den Support. Vielen lieben Dank. Danke, Markus, für die Beziehungskrise. Lol. Ist er jetzt ernsthaft weggefahren? Scheiße, ich hab die Sonne immer noch. Leute, ich muss kurz, glaube ich, Support wegen meinen Sachen wegschmeißen. Ja, was ist? Oh, okay. Ja, was denn? Du willst dir jetzt eine Waffe kaufen, ja? Ja. Und in den Rachefeldzug über 4 Tage ziehen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Alter, weißt du, was ich nicht verstehe? Erzähl. Wenn dich jemand über den Haufen schießen würde, ist mir scheißegal, welche verdammte Farbe. Ja. Ich versteh's nicht. Ja, was denn? Sprich doch einfach weiter. Jo, wie du einfach dastehen kannst und sagen kannst, jo, Alter, mach nichts. Sag doch gar nicht, mach nichts. Jo, aber du machst nichts. Weißt du? Ich mach nichts. Jo. Was du wärst wahrscheinlich auch dann eben dran gestanden und hättest dann wahrscheinlich nur zugeschaut, oder? Ich hätte sicherlich nicht zugeschaut. Nur war ich zu dem Zeitpunkt wohl leider woanders, weil ich dahin musste. Ist klar. Du hättest nicht zugeschaut? Ich hätte nicht zugeschaut. Jo, aber Jay war ja auch da und der sagt ja sowieso alles, was du tun und nicht tun darfst. In dem Moment, ganz ehrlich, ist mir scheißegal gewesen. Ah, in dem Moment. Und jetzt? Und was ist jetzt? Ja, was soll ich sagen? Wenn die Leute, die halt in meiner Gang mir was zu sagen haben, sagen, ich soll die Füße stillhalten, weil es ist eine Sache zwischen dir und den Vargos. Jo, hast du ihm nicht gesagt, das passt nicht zu mir? Natürlich habe ich denen gesagt, dass das nicht zu dir passt. Also, dass du eine große Fresse hast, weiß jeder bei uns. Aber diese Aktion passt halt einfach null zu dir. Das habe ich auch so zu Javier gesagt. Weil ich mit Javier gerade eben noch unter 4 Augen einmal geredet habe, bevor ich losgefahren bin, um dich abzuholen. Ja, aber das mit dem Platz ist jetzt wohl auch Geschichte, richtig? Das ist Quatsch. Ja, aber wenn Jay anscheinend so denkt... Ja, Jay ist einer von vielen. Meinst du, das beeinflusst jetzt irgendwas? Jo, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Jay hat auch nicht so viel zu melden, wie er vielleicht manchmal meint. Ja, mehr als ich vielleicht, ja, aber... Da gibt's immer noch 48 andere, die vielleicht mehr zu sagen haben. 48 andere. Sag ein, wir fahren zur Garage. Und dann? Siehst du dann. Krieg ich jetzt eine Waffe?
glaube, er fesselt dich für 4 Tage. Ich glaube auch. Ja. Stück her. Komm, Stück her. Du sollst danach das Nummernschild wechseln. Kannst du auch selber machen. Ja, danke, Mann. Was mit dem, was im Kofferraum ist? Ja, jetzt hast du aber keine mehr. Ich brauche ja auch 4 Tage keine. Vielleicht gebe ich mir vorher schon selber die Kugel. Ich muss die leider noch drinnen lassen. Das ist für mich später auch weg. Guck mal, was ich alles hatte. Oh Mann, ey. Danke, Mann. Kein Thema. Versteh dich. Wirklich. Ich kenne dich jetzt schon so lange, ja? Ja. Du bist mir echt scheiße verdammt nochmal ins Herz gewachsen. Und deswegen will ich nicht, dass du solche... Nee, ich will jetzt nicht wieder, dass es eskaliert. Ja, du willst nicht, dass ich was gegen die Vargos mache. Nein, du kannst gerne was gegen die Vargos machen. Mach ruhig 4 Tage was gegen die Vargos. Aber? Pass verdammt nochmal auf dich auf und... Mann, ich habe halt einfach nur Schiss, dass ich, wenn ich Freitag wiederkomme, dass ich, keine Ahnung, mir beim Kiosk eine Zeitschrift kaufe und da einfach nur dein Name steht. Hope. So. Ja, der steht nicht drin. Ja. Jo, dann halt Rhea. Weißt du, es ist halt einfach nur, ich habe eine scheiß Angst um dich, Mann. Ich weiß, du kannst dich selbst verteidigen und alles, aber... Ja, weißt du, was das Problem ist, Mann? Dass kannst du denken. Jo, dass die Gangs einfach denken, sie wären keine Ahnung was. Ohne Scheiß, da kommt den einer quer, hat keine Farbe an und die haben eine Fresse von hier unten bis in den Himmel hoch. Würde ich eine andere Farbe tragen? Jo, du hast was zu dem gesagt, Alter. Der ist einfach abgehauen, hat nichts mehr gesagt. Ja. Jo, das ist das Problem. Das ist halt das, was manche Leute nicht akzeptieren können. Was nicht akzeptieren können? Ja, die Gangs und auch die Zivilisten. Jo, aber man muss sich nicht immer alles gefallen lassen. Ich weiß. Das sage ich auch gar nicht, dass du dir alles gefallen lassen sollst. Machst du eh nicht. Also, ich mach's auch nicht. Hätte ich dem Typen ja vorher noch nicht so zur Sau gefaltet. Jo, wäre ich jetzt bei euch gewesen, so. Und der hätte mich so dumm angemacht. Hätte ich dann nichts tun dürfen? Der hätte ich gar nicht so die große Fresse gehabt. Jo, aber was wäre, wenn? Hätte er nicht. Jo, ja, aber was, Alter, ja, was wäre, wenn? Was, ja, was dann? Mojo, Day oder wer auch immer da noch alles da war. Ich glaube, Mojo war auch dabei. Die hätten nicht natürlich in Schutz genommen, Mann. Die hätten natürlich gesagt, jo, ich meine auf dem Meeting Point so. Ja, an der Meeting Point werden ja wahrscheinlich alle zusammen gedroschen. Hundertprozentig. Definitiv. Alter, weißt du, was mich viel mehr stört so? Erzähl. Nicht meine Kopfschmerzen, nicht diese eine Wunde da, die genäht werden musste so. Alter, sondern dass mich so ein verdammter... Vargos. Verdammtes Spiegelei. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß nicht, so platt wie eine Flunder, ist zwar da ein bisschen gelb angelaufen, ist mir egal. Jo, ein verdammtes Spiegelei, das gemacht hat. Ja. Ohne Scheiß wäre das ein Kopf gewesen.
Oder wäre das so ein verdammter Grüner gewesen? Jo, hätte ich auch gehasst. Aber es war so ein verdammtes Spiegelei. Ja. Ohne Scheiß. Ich hoffe, dass wenn du bei uns bist und dieser Typ nochmal so eine große Fresse hat, dass sie dann so dermaßen den Arsch versohlt bekommen, dass sie nie wieder hier irgendwie Fuß fassen werden. Ja, oder sagst du schon, wenn ich da meine ganzen Autos verkaufen muss, um mich mit Waffen vollzustücken, ist mir scheißegal. Ja, wenn. Aber vielleicht auch gar nicht. Wie? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht passe ich ja nicht zu euch oder keine Ahnung was. Doch, klar. Ja, oder genau sagst so du? Ja, du hast genauso eine große Fresse wie Jay. Solche Leute braucht man immer in der Familie. Und du bist genauso cool und gerade eben, als wir in der Hut standen, hat Tommy auch gesagt, dass du halt schon cool drauf bist. Ja, und jetzt die Aktion. Ja, mein Gott. Ein Schritt zurück, zwei nach vorne. Alter, aber sag denen, das passt nicht zu mir. Ohne Scheiß. Ja, sage ich denen auch. Und stell Jay auch nicht als Lügner hin oder so. Nein, ich werde das auch nicht mit Jay. Ich kann es selbst nicht verstehen. Ohne Scheiß, ja, ich kann es nicht verstehen. Glaub es dir doch. Ja, aber weißt du, wie sauer mich das macht? Ja, ich weiß, wie sauer dich das macht. Meinst du, was ich gerade mir alles anhören durfte und. Ich war doch auch. Boah, nicht ohne Ende. Ich bin viel weniger. Also, ich bin nicht sauer auf dich. Ich mach mir einfach nur verdammt nochmal Sorgen, Mann. Ich mach mir scheiße Sorgen, Alter. Wenn du nicht da bist? Alter, wir werden am Freitag wieder da stehen. Und du wirst mir so eine Predigt halten, so. Ich werde sagen, yo, ich habe nur einen Spiegel zerdrückt. Eine Predigt werde ich dir halten. Jo. So nennst du das also. Jo, oder sage ich, soll mal ein bisschen mehr chillen oder sowas. Alle finden dich cool, Mann. Alle. Jo, Kaiser. Total. Mhm. Kaiser ist momentan im Thailand-Urlaub. Der hat dich halt noch überhaupt nicht kennengelernt. Also. Kann dir das ja wohl mal am Baller wenigsten beurteilen, oder? Jo, fahren wir auf irgendeinen Berg? Ja. Auf welchen? Keine Ahnung. Ja, aber nicht auf den ganz, ganz großen. Ich habe ja keinen Geländewagen mehr. Ja, stimmt. Der mit dem See oder der Brücke. Oder dieser Zug unten durchfährt oder so. Weißt du, wo ich meine? Ja. Da, wo wir gestern waren. Jo. Richtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann! Hat Logan Mist gebaut? Nein, Rhea hat er Mist gebaut. Also laut ihm. Hallo Sky, hallöchen. Kobe, ich finde das mega OP gerade von Laurie und ich finde es richtig, dass Rhea von Logan auch mal ein bisschen was einfällt, jetzt wo sie eine Beziehung haben. Bis gleich, The Black, bis gleich. Dankeschön, Marc. Vielen, vielen lieben Dank und willkommen im High-Five-Monat. Vielen lieben Dank für deinen Support. Wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Und Dankeschön, Däumen, nochmal für 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank für den Support, für den Resub, mein lieber Marc. Ich finde auch, dass beide das richtig gut machen.
Bis dann, Butler. Schlaf schon, haben was Schönes. Ja, ist dir was aufgefallen so? Ja. Ja, was denn? Es regnet nicht. Ja. Kennst du das nicht, wenn du einfach mal schießen willst so? Egal wohin? Und auch wenn es einfach ins Nichts ist und so? Ja, kenne ich. Genauso wie ich gerade einfach mal ins Nichts geschlagen habe, mehr oder weniger. Ja, richtig. Und so ist es bei mir mit Waffen. Und ich hatte keine und deswegen wollte ich... 'Cause I'm the E! 'Cause I'm the E!